Ja, hi, willkommen, mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2, Cortex steckt Zeug. In der letzten Folge haben wir diese Bären-Level hier gemacht, Bams, und Crash Crush, was hier so eine Wegrenn-Level war, vor so einem riesigen Felsbrocken. Wir sind in der 10. Level, der Eel Deal, und da machen wir uns jetzt drauf. Da ist wieder irgendein grüner Edelstein, wie ich gesehen habe, und ja, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, also ja. So, nein, ich gehe nicht rein. Das ist sowieso nicht was. Weiß ich nicht. Ich bin aber gut, dass wir in dem Spiel wenigstens vorankommen, weil im ersten Teil, weiß ich nicht, habe ich ja wirklich irgendwie zwei, drei Parts mal an einer Level hier gesessen. Das ist ziemlich normal. Hier kommen wir richtig weiter. Ich wage es zwar sogar zu behaupten, dass wir Fortschritt machen. Okay. Sehr gut. Na, ich hätte jetzt die Dinger kaputt machen sollen. Jetzt muss ich die immer wieder kaputt machen, wenn ich frecke. Warte, ich zeig's euch. Nein, Quatsch. So, ich komme euch mal einfach nicht zu nah. Stimmt, wie meine Unterhosen. Ich kann ihn nicht töten. Wie Ulga. So, gehen wir mal nach rechts. Ja. Au. Noch irgendwas. Deswegen diese einen Kiste muss man ja wahrscheinlich hinkommen, ne? Wohl wäre die echt nicht explodiert, wenn man ganz am Ende irgendwie grüne Ding aktiviert hätte, falls hier so ein grünes Ding ist. River. Geh weg. Okay, was ist los mit dem Typen? Also diese Ratten da. So, da seht ihr. Darf ich die wieder kaputt machen? Jetzt muss ich sie schon wieder zerstören. Dann werde ich brauchen den Ultra. Oh Gott. Jetzt vorsichtig. Ja, das sind noch ein paar Äpfel, verdammt. Ich meine Wumpa-Früchte. Du Ding. Wenn wir die Level geschafft haben, kommt schon direkt zum nächsten Boss, ey. Schnell das hier geht, ey, das gibt's nicht. Wartisch! Wäre so gut. Dort mir zu lange. Aber keine Zeit, Mann, ich werde alt. Zack. Ah, sehr gut. Vor allem mein Leben werden auch nicht niedriger. Das ist sehr gut. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding erledigt hatte, aber ich habe es erledigt. Und da ist noch so ein Ding, ey. Okay. Töte. Töte. Verdammt. Wie man diese Ratten töten muss. Was ist das? Ich da runter? Okay. Ja toll, wir sind jetzt auf der linken Seite. Verdammt. Nein, Mann. Falsche Reihenfolge. Sind die Äpfel? Ich meine Wumpa-Früchte. Tausendmal Entschuldigung. Oh, einen brauch ich noch. Komm her. Komm her zu Papa. Komm zu Papa, Crash. Nein. Ich hätte da vielleicht nicht reingehen sollen. Ja, was soll's. Wird vertagt. Hey. Hatte ich noch ein Akku-Akku? Voll verballert, ey. Toll, Äpfel sind auch noch. Wumpa-Früchte! Gibt's die eigentlich in echt? Also Wumpa-Früchte, gibt's die wirklich? Gibt es sowas? Kennen Sie sowas? Jetzt kommen da immer hier so ein Haufen von den Dingern. Von den Wumpa-Früchten. Ich wollte schon wieder Äpfel sagen.
Ja, Crash hält sich halt fit, ne? Und einfach so ein paar Klimmzüge. Wieso haben wir so ein Ding nicht im Warp-Raum? Also einfach so, weiß ich nicht. Einfach so Klimmzüge machen können, so just for the lols. Und da ist schon der Ausgang. Wie jetzt? Wird vertagt. Oder soll ich das jetzt noch mal machen? Was? Ich habe den Kristall nicht. Was? Verdammt! Ich habe den Kristall noch nicht mal gefunden. Oh Mann. Ja, das waren 8 Minuten, die er nie wieder zurückkriegt. Oh Mann. Ja, geil. Boah, das war irre. Ich brauche 79, ne? Mein Gott, wie mache ich das? Stop being so awesome. Die Nitro-Dinger sind jetzt nicht mehr kaputt, verdammt. So, wie kann man die kaputt machen? Okay, einfach drauf springen. Kill it with your shoes. Holger. Irgendwie so eine Medizinmaske, Medizinmann-Maske oder so. Steht irgendwie in der Beschreibung von dem, wenn man sich da drunter geladen hat. PlayStation Network. Das ist eine legale Version, die ich hier spiele. Oder auf einem, statt auf einem Emulator oder so spielen würde, kann einen Sinn machen von der Steuerung jedenfalls. Finde ich jetzt. So, zack. Hab ich echt vergessen, den Kristall mitzunehmen. Gibt's doch nicht. So, hier jetzt nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind genau die 9 Kisten, die mir gefehlt haben. Leck mich. Urk. Sacre bleu. Mon ami. Ich kann kein Französisch. So. Sag mir das doch einer, ey. Ich dachte, ich wäre voll den optionalen Weg gegangen und das war voll knapp, voll geil, ey. Da kann ich noch ein paar Leben und so dazu bekommen. Auch nicht schlecht. So. Wo könnte der grüne Kristall denn sein? Wieso sind die so versteckt, Mann? Wie sollen so ein Casual wie ich da was schaffen? So, das hier aktivieren. Dann das. So. Damit ich das nicht immer wieder machen muss. Und jetzt brauche ich noch 3 Stück. Von da müsste ich jetzt nicht, wo die waren. Aber egal. Und ich muss mal kurz einen Schnitt machen. So, und weiter geht's. Bams. Nein, nicht den Controller. Wie ich immer absichtlich versehentlich hier den Controller berühre. In der Hoffnung, da tut es was. Wenn ich den bewege. Aber nein. Dieses Steuerkreuz und wir haben 79 Dinger. Krass. Boah, und das ist der Teil. Und raus. Jetzt haben wir einen Kristall und einen Edelstein. Und das ist mal was. Ja, und den Plattengrün haben wir nicht. Verdammt. Verdammt. Egal, wir können tanzen, aber. Ja, so nehme ich sie alle. Was? Warum tanzt Aquaku nicht auch? 10 von 25 Kristallen. So ist es recht. Mir geht langsam die Energie aus. Die Kommunikation wird also ab jetzt schwierig. Sei noch einmal gewarnt vor den Wegen zwischen den Warp Rooms. Denk daran.
Ich zähle auf dich. Ja, nächster Boss, ne? Ja, mal los. Wir gehen nach oben und warten. Guck mal, wer auf uns wartet. Wie er zeigt nach unten. Hier weiß ich sogar, wer auf uns wartet noch. Hey, eine Zirkusvorstellung. Hi, na? Okay, die Komodo Bros. Hey. Auch ein sehr schöner Kampf, finde ich. Da würde ich wegrennen, ne? Jo. Na. Ich habe zweimal Aquaku, mir kann nicht viel passieren. Oh, jetzt dreht er wieder seinen Kollegen, seinen Bruder, meine ich. Magnetisch angezogen. Ist nur schade, dass kein Boss wirklich so richtig schwer ist. Außer einer vielleicht. So. Wow. Wie jetzt? Du zauberst ein Schwert einfach in deiner Hand. Beim Säbel. Tausendmal Entschuldigung. Jetzt nochmal. Sehr schön. Oh, das war einfach. Oh. Mein Gott, sieht einfach blödet aus. Und ich mag es. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe 3 Minuten so weggeschnitten. Hey, Plant Food. Ich glaube, die Level können wir noch schaffen. Blott. Spitzenleistung Crash. Die Kimodo-Brüder konnten die offenbar nicht das Wasser erreichen. Da freue ich mich davon. Es gibt immer noch viele Kristalle zu holen. Vergiss nicht, nur du kannst die Welt retten. Ja, zusammen mit dir, ne? Pflanzenfutter, kein Ding. Können wir auch noch in dieser Level schaffen, ne? In diesem Part meine ich. So, schon die 11. Level. Geht ganz schön schnell. Ich bin jetzt immer noch in der ersten Aufnahmesession und so viel zu meinen Akku-Akkus. Und dann kommt sowas. Na gut. Lass mich rein, hier kommen viele Pflanzen vor. Okay, dann nicht. Der so eiskalt wartet, ey. Oh, schon wieder sowas. Leck mich. Ich habe mir doch jetzt nicht so Gedanken über sowas. Ich tue mir erstmal hier alle Dinger sammeln. Kann ich aber sowieso nicht alles sammeln, ne? Oh Gott! Aber Nitro. Immer noch Nitro. Ich mal wüsste, was ich hier machen müsste, ey. Fuck time! I rather end this level. Lass mal gucken, was ich da machen müsste. Soll ich vielleicht nicht so akkurate Sprünge machen, extra für die Wumperfrüchte? Das wäre voll der Selbstmord. Ja, und diese ganzen Bonusvoraussetzungen mache ich erstmal, wenn ich einen ganzen Haufen Leben habe. Ich verbraten kann. Zum Beispiel 40. Aber ich glaube, so viele hatten wir auch mal im ersten Teil. Wie, geh weg. Ah. Oh, hier ist der Kristall. Diesmal vergesse ich den nicht. Ich war einfach vorbeilaufen können. Okay, erstmal hier kommt man nämlich an. Okay. Was? What is this Witchcraft?
Ich wollte schon sagen, es sah aus, als wäre ich runtergefallen. Was? Nochmal. Was? Nochmal. Boah, geil. Jupp. Nein. Honza. Was? Okay. Weiß aber immer noch nicht, was dieses Zeitlimitiert zu bedeuten hat, wenn ich da sowieso alles hab. Oder sind ja zwei Dinger. Nein, hier sind zwei Dinger. Verdammt, der Dreck. Ja, wir haben die Level geschafft und das ist das, was zählt. Wir haben Edelstein und Kristall bekommen und das ist das, was zählt. Oh, sehr schön. Okay, wie viel Prozent haben wir? Lass mal schauen. 30. Sehr gut. Das ist gut, oder? Das ist gut. Hoffe ich. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage, tschüss, bis zur nächsten Folge.